Aber wenn er sich schon an eine Opernkomposition machte, dann muss er ja doch mit allen musikalischen Gegebenheiten doch Bescheid gewusst haben, sonst hätte er das gar nicht machen können. Er hat auch ganz nett Klavier gespielt. Bechsteins haben ihm auch ein Klavier zur Verfügung gestellt. Götterdämmerung, Dollfuß und Lohengrin. Er hat als Reichskanzler sich immer wieder die Zeit genommen, in die Oper zu gehen und hat alle Furtwängler-Konzerte besucht. Und immerhin hat er auch in Krisenzeiten, ist er doch eine Woche nach Bayreuth gekommen und kam meistens in der letzten Woche, also nach ungefähr 4 Wochen, kam er nochmal nach Bayreuth zurück. Dazu nimmt sich niemand die Zeit, der wirklich sich nicht für Musik und also in diesem Falle nun besonders für Richard Wagner interessiert. Denn die Götterdämmerung dauert ja immerhin, also mit Pausen ungefähr 6 Stunden. Und das nimmt ja sehr viel Zeit weg. Eine kleine Episode möchte ich erwähnen, um zu zeigen, wie gut er die Wagnerschen Werke wirklich kannte. Tietjen und ich hatten im Jahr 1936 den Lohengrin neu inszenieren lassen vom Pretorius bühnenbildnerisch. Und wir entschlossen uns, da Franz Völker den Lohengrin sang und diese herrliche Stimme hatte und ihn nichts anstrengte, hatten wir beschlossen, die sogenannte verlängerte Gralserzählung einmal hier in Bayreuth zu bringen. Die verlängerte Gralserzählung ist bei der Uraufführung in Weimar weggelassen worden, weil der damalige Tenor einfach die große Partie nicht durchhalten konnte. Und das war natürlich ein Zeichen für sämtliche Bühnen, also ja, diesen Strich bei. Wir glaubten nun einmal, es doch, also interesseshalber bringen zu müssen. Und wie in der ersten Aufführung, ich saß neben Hitler in der Mittelloge, wie Völker nach dem bekannten Schluss der Graz-Erzählung die sogenannte verlängerte Erzählung weitersang, ist Hitler wirklich mit einem tiefen Schrecken zusammengefahren und guckte mich an in der Meinung, Völker habe sich vertan, habe etwas Falsches gemacht. Ich glaube kaum, dass im Publikum mehr wie vielleicht 10 Menschen gewusst haben, dass also die verlängerte Graz-Erzählung vorgetragen wurde, dass das also etwas völlig Neues für sie war und vielleicht es gar nicht gemerkt haben. Aber Hitler hat sofort gemerkt, dass da also etwas Neues zu Gehör gebracht wurde, was man bisher nirgends gehört hat.